Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute möchte ich euch anhand einiger alter Ansichtskarten das Sammeln von alten Ansichtskarten vorstellen. Unter anderem möchte ich darauf eingehen, was man alles dabei beachten sollte, also die wichtigsten Punkte. Ich kann natürlich nicht bis ins jedes Detail hineingehen, wie man etwa den Wert festlegen kann, wovon der Wert abhängig sein kann und so ungefähre Wertangaben möchte ich dazu geben. Bevor ich jetzt auf die Details eingehe, möchte ich nochmal auf meinen YouTube-Kanal Maratomi verweisen. Da möchte ich euch darum bitten, diesen zu abonnieren. Da kriegt ihr immer die allerneuesten Filme zum Thema Sammeln, Laufen und Reisen mit. Ja, hier habe ich jetzt schon eine schöne alte Karte aufgelegt. Das ist eine Lithografie von Offenbach am Main. Lithografien sind sehr beliebt. Wurden die nur bis etwa 1900 hergestellt. Also die allerersten Ansichtskarten waren häufig Lithografien und werden bei Sammlern oft sehr gerne gesucht. Wir können jetzt auch mal die Karte hier umdrehen. Und dann sehen wir, das ist eigentlich eine recht späte Litho. Die wurde nämlich 1911 verschickt. Worauf sollte man beim Sammeln von Ansichtskarten achten und wovon hängt der Wert ab? Natürlich immer von der Seltenheit, von der Erhaltung, auch wie halt bei anderen Sammelgebieten hängt der Wert von Seltenheit, Erhaltung und Nachfrage ab. Bei Karten zudem, ja, da werden halt gern halt dann besonders seltene Motive gesammelt. Beliebt sind Ortsansichten, speziell weil das Heimatsammler sehr gerne sammeln. Und in diesem Fall haben wir ja eine wunderschöne Erhaltung. Wir haben hier eine Lithografie. Hinten auf der anderen Seite, die sollte man dann auch immer noch beachten. Was ist da für eine Marke drauf? Das ist aber eine ganz normale Marke. Bottogerecht frankiert für eine Sendung nach Mainz, Bischofsheim bei Mainz. Im Jahr 1911 verschickt. Die Karte ist einwandfrei erhalten. Sie wurde auch verschickt. Die sind oft dann beliebter als Karten, die nicht verschickt wurden. Erhaltung ist super. Ja, das ist noch ein Punkt. Bei den Ortschaften sind natürlich kleine Ortschaften eher gesucht als große Ortschaften. Bei den kleinen Ortschaften gibt es sich auch Ausnahmen. Wenn das jetzt ein touristisch interessanter Ort ist, wo viele Karten verschickt waren, dann ist die weniger wert als irgendein Kuhdorf, wo eigentlich niemand besucht hat und wo von uns vielleicht bloß eine verschiedene Karte zu diesem Kuhdorf gibt. Diese Karte würde ich irgendwo bei 10 bis 20 Euro einstufen vom Wert. Ich zeige mal weitere Karten. Hier haben wir eine schöne Lithografie von einem kleineren Ort, hier aus dem Frankenland, von Windsheim. Das ist dann schon seltener, ist auch wieder, wie schon gesagt, eine wunderschöne Lithografie. Wir schauen mal, von wann sie ist. Sie ist deutlich älter, man sieht, sie ist von 1897, hat hier auch sogar einen Ankunftsstempel. Und hier von Windsheim wurde sie abgeschickt. Windsheim liegt in Bayern und zu dieser Zeit gab es noch bayerische Marken. Hier ist Wappe Adlermarke. Von der Marke her ist es jetzt nicht wertvoll, aber die Karte ist halt wunderschön. Ich würde sie irgendwo zwischen 15 und 25 Euro vom Wert her einstufen. Hier habe ich eine sehr alte Karte von Königswinter mit dem Drachenfels Königswinter am Rhein. Also man sieht schon an der Marke und an den Stempeln, sie ist sehr alt, sie stammt von 1895. Gerade bei Ansichtskarten vor 1895 oder gar vor 1890, da geht dann der Wert immens in die Höhe, da waren die nämlich sehr selten. Was bei Karten auch noch entscheidend ist, man wird die da hier eher in der Region um Königswinter loskriegen, weil es da halt auch Heimatsammler, weil die halt ihre Region sammeln und da wird man da vor Ort dann in der Regel etwas mehr bekommen für die Karte, als jetzt irgendwo anders in Deutschland oder gar im Ausland. Diese Karte würde ich jetzt auch wieder irgendwo zwischen 10 und 25 Euro einstufen. Hier haben wir eine schöne Lithografie aus Ansbach, ist auch ein kleinerer Ort oder ein mittelgroßer Ort. Immerhin Bezirkshauptstadt vom Bezirk Mittelfranken, war früher mal Hauptstadt vom Markgrafentum Ansbach. Auch eine schöne Lithografie, sie stammt von 1898 und würde ich auch irgendwo zwischen 10 und 25 Euro einstufen.
Hier habe ich eine sehr interessante Karte, das ist jetzt keine Lithografie. Die wurde zum Anlass für das 9. Fränkische Sängerbundesfest im Jahr 1898. Es ist jetzt 1898, ja. Sieht fast wie ein Zweier aus, also nicht von 1892, da wäre es natürlich dann deutlich interessanter. Hier auch mit schönen Unterschriften. Wurde, ist auch relativ sauber erhalten. Gut, der Stempel ist hier verwischt. Marke ist nichts Besonderes. 1898 auch verschickt. Würde ich auch irgendwo zwischen 10 und 20 Euro einstufen. Hier haben wir eine schöne Karte von Bamberg. Auch eine Lithografie, ist ein größerer Ort. Er wurde auch verschickt im Jahr 1900. Würde ich auch irgendwo so zwischen 10 und 15 Euro. Vielleicht, wenn man einen passenden Käufer findet, kommt man da vielleicht auch an die 20 Euro heran. Hier habe ich eine schöne Lithografie von einer Besuchsanzeige der Farbfabrik Fritz Zilt. Da erweitert man natürlich den Sammlerbereich etwas, weil da vielleicht auch für so Werbekarten und so weiter es Sammler gibt von dieser Farbenfabrik vielleicht und natürlich auch Heimatsammler von Schweinfurt. Die lief nicht und wird dann wahrscheinlich daher auch irgendwo zwischen 10 und 20 Euro liegen. Hier haben wir eine schöne Karte zum Anlass des Bundesschießens 1897 in Nürnberg. Da gibt es dann auch wieder Spezialsammler, einmal natürlich Heimatsammler für Nürnberg, aber dann auch so Motivsammler, die Sachen für Schützen suchen. Und dann haben wir hier sogar noch eine schöne Tracht mit Schützenscheibe. Da ist auch noch ein Hund abgebildet. Also auch wunderschön, das erweitert natürlich den Interessenskreis. Die Karte ist von 1897, also ziemlich alt. Da würde ich daher den Wert auch so auf 15 bis 25 Euro schätzen. Hier habe ich eine wunderschöne Karte aus Rodenburg. Rodenburg ist jetzt kein seltener Ort, da wurden sehr viele Karten verschickt. Hier, das ist auch eine Lithografie, spätere Karten werden einfache Karten mit Fotos und so weiter, die werden vielleicht bei 1 bis 3 Euro gehandelt, aber diese hier, auch, die ist auch gelaufen. Jetzt sehe ich das Jahr nicht so recht. Es dürfte so um 1900 gewesen sein. Würde ich auch so bei 15 Euro etwa einschätzen, diese Karte. Dann haben wir hier wieder eine Karte zum Anlass für eine Gewerbeausstellung. Erweitert wieder den Sammlerkreis. Einmal ist es für Berlin-Sammler interessant, dann ist das Motiv wunderschön, Lithografie. Und dann gibt es halt auch noch Sammler für solche Ausstellungen. Die fand hier 1896 statt, ist also eine sehr alte Karte. Daher würde ich die auch so bei 15 bis 25 Euro einschätzen. Hier noch einmal eine von dieser Ausstellung. Die ist dann natürlich ähnlich einzuschätzen. Ein beliebtes Motiv alter Karten ist die Lorelei. Gruß aus dem von der Lorelei. Gruß aus Karten oder Gruß von Karten sind natürlich allgemein auch sehr beliebt. Hier sieht man die Lorelei, wie sie die Schiffe ins Verderben lockt. Lief auch im Jahr 1897. Das Motiv ist jetzt nicht selten. Sieht hinten auch schön aus. Alles noch sauber halten. Auch Ankunftsstempel dabei. Wunderschöne Karte, würde ich auch so um die 15 Euro wahrscheinlich einstufen. Wäre das jetzt ein seltenes Motiv aus der Zeit, irgendwas anderes, dann könnte man die natürlich deutlich höher einstufen. Beliebt sind auch solche Karten mit so Blättern, so Laub, wo dann das entsprechende hier in dem Fall Harter Schloss angezeigt wird. Sind auch sehr beliebt, würde ich auch so. Das war dann glaube ich sogar ein Ortsbrief. Also das nur mit 3 Pfennige frankiert, ist jetzt auch philatelistisch ein kleines bisschen interessanter. Mit Schweinfurt-Stempel, ja, wurde ja auch nach Schweinfurt geschickt. Würde ich daher auch so bei um die 15 Euro einstufen. Berlin-Karten sind ja jetzt nicht ausgesprochen selten, aber hier erweitert sich wieder der Interessenskreis, weil das ist jetzt aus Spandau, ein Vorort von Berlin, macht es schon mal interessant. Und das Motiv macht die Karte natürlich sehr interessant. Ist auch wieder eine Lithografie. Hier sieht man Reiter, das ist auch noch was. Das dürfte irgend so eine Kaserne oder was sein oder Garnison. Und das ist dann auch für Historiker und Militariersammler sehr interessant. Daher würde ich die Karte durchaus für 15 bis 25 Euro einstufen. Es gibt natürlich auch alte Karten mit Fotomotiven. Diese hier ist nicht so besonders erhalten. Eine Karte aus Erlangen mit dem Schloss. Wir schauen mal die andere Seite an, da sieht es ein bisschen besser aus.
Die Karte ist auch relativ alt. Sie ist von 1898, wurde nach Neustadt an der Aisch geschickt. Aber einmal ist es jetzt keine Lithografie. Lithografien sind begehrter als jetzt so Fotokarten. Ich würde die, wenn sie super erhalten wäre, so um die 10 Euro einstufen. Aber da hier auch noch Mängel zu sehen sind, würde ich sagen, sie ist irgendwo zwischen 5 und 10 Euro wert. Je nachdem, was man da jetzt für einen Interessenten hier finden könnte, würde da ein Händler wahrscheinlich 5 bis 10 Euro für diese Karte verlangen. Ja, hier haben wir noch dann eine Fotokarte mit einem Kleinort. Das ist Ruprecht Stegen in der Hersbrucker Schweiz. Gut, da gab es Ausflügler, daher gibt es auch ein bisschen mehr Karten. Es ist nicht ganz so selten, aber könnte für Heimatsammler interessant sein. Und wenn sie jetzt hinten spitzenmäßig erhalten wäre, können wir da durchaus auch vielleicht 10 bis 15 Euro verlangen. Da aber hier die Briefmarke recht lädiert ist, aber immerhin der Stempel ganz schön ist, würde ich sie irgendwo zwischen 5 und 10 Euro einstufen. Neben Ansichtskarten gibt es auch Ganzsachen mit Motiven, auch zu bestimmten Anlässen, wie hier die Bayerische Landesausstellung Nürnberg 1896 wieder. Und hier ist der Wert eingedruckt, also die wurde dann offiziell ausgegeben, konnte man also verschicken, ohne eine Briefmarke drauf zu kleben, weil sie schon mit 5 Pfennig vorgedruckt war. Das sind dann halt typische Ganzsachen. Da gibt es dann auch Kataloge, wo man den Wert nachschauen kann. Ich habe jetzt hier bei dieser Karte nicht nachgeschaut. Ich schätze, sie wird auch irgendwo so wahrscheinlich um die 10 Euro liegen. Interessant können auch ausländische Karten sein, gerade seltene Karten von Übersee. Hier haben wir eine aus Griechenland, ist auch sehr interessant, zeigt die Stadt Athen mit dem Tempel. Ich drehe sie mal um. Da ist dies jetzt auch für Philatelisten und Briefmarkensammler interessant, weil da ein Hermes-Kopfmarke mit drauf ist über die Unterhalt von Drachmen. Ich weiß jetzt nicht, wie Lepta oder was, über 10 Lepta. Ist von 1898 und hat hier noch einen schönen Stempel, Absender Internationale Ansichtskartengesellschaft Berlin. Das erweitert wohl dann auch wieder den Interessenskreis. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Karte vielleicht durchaus 15 bis 20 Euro wert sein könnte. Beliebt sind auch historische Motive, wie jetzt hier haben wir eine Karte mit Paul von Hindenburg. Sieht man seine Unterschrift, aber die hat er jetzt nicht selber geschrieben, die wurde mit drauf gedruckt. Mit richtiger Unterschrift von Paul von Hindenburg wäre die natürlich einiges deutlich mehr wert. So würde ich die vielleicht bei 5 Euro einstufen. Wir drehen sie mal um. Wurde nicht verschickt, dadurch wird es jetzt auch nicht interessanter. Also so um die 5 Euro. Auf Börsenkrieg sieht man die auch schon mal für 3 Euro das Stück, solche Karten. Aber ich würde sie jetzt vom Sammlerwert her bei 5 Euro einstufen. Wäre da jetzt eine Original-Unterschrift von Paul von Hindenburg und dann vielleicht noch was, was er selber geschrieben hat, dann sind wir natürlich schnell im dreistelligen Euro-Bereich. Ja, hier mal ein weiteres historisches Motiv mit Bismarck. Steht in Alldeutschlands Jubel, Gruß und Glückwunsch zur EW Durchlaucht 80. Geburtstag. Wurde anscheinend zum 80. Geburtstag von Bismarck herausgegeben. Ist historisch auf alle Fälle interessant. Daher würde ich sie durchaus auch zwischen 10 und 20 Euro einstufen. Das ist also eine interessante Karte hier. Obwohl es jetzt keine Lithografie ist. Ja, der Patriotismus damals im Kaiserreich wurde mit vielen spulstigen Sprüchen umrahmt. Hier haben wir den treudeutscher Gruß von der Sedansfeier. Sedan, da gedachte man an der Schlacht von Sedan im Krieg 1870-71. Wo Deutschland die Franzosen am 1. September 1817 vernichtend schlug. Und daher ging man damals am 1. September immer einen Feiertag. Der war total beliebt. Interessant sind dann auch Karten, ja, wir hatten es vorhin schon mit anderen Persönlichkeiten, mit Hindenburg und Bismarck. Hier haben wir jetzt mit allerlei Orden dekoriert, den Prinzregenten Luitpold von Bayern, der eine lange Zeit über 25 Jahre Herrscher über Bayern war, aber eigentlich sich nicht zum König krönen lassen wollte, weil im Hintergrund noch König Otto, der saß allerdings im Irrenhaus, offiziell das Königreich Bayern regierte.
Also historisch interessant, schön sieht man auch seine Orden. Es ist dann auch für Ordenssammler eine interessante Karte. Sie lief dann auch im Jahr 1901. Wunderschöne Karte. Ich glaube, da hat er ja gerade 15 Jahre regiert, weil 1911 war sein, glaube ich, sein 25-jähriges Regierungsjubiläum. Vom Wert würde ich die Karte hier auch irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Vielleicht, wenn man einen Interessenten hier speziell finden würde, manche Händler verlangen da vielleicht auch 10 bis 15 Euro für so eine Karte, was ja eigentlich auch recht schön ist. Hier haben wir eine historisch sehr interessante Karte, die Emden, und die hat ja eine ganz interessante Geschichte, die da mit diesem Schiff verbunden ist. Leider ist die nicht gelaufen und wir haben ja auch keinen Schiffsstempel. Das würde die Karte natürlich viel interessanter und wertvoller machen. Trotzdem würde ich sie bei etwa 10 Euro einstufen vom Wert her, weil es historisch sehr interessant ist. Ja, neben Historikerkarten, Ortsansichten gibt es auch viel Humorkarten, Humor-, Kunst- und Kitschkarten. Ich zeige hier mal eine Gruß von der Musterung. Das ist eine Humorkarte, können aber auch, ist auch dann eine wunderschöne Lithografie, ist auch für Historikersammler interessant und halt auch für Sammler von Militarier-Sammler und auch für Sammler von Kitsch- und Kunst- und Humorkarten. Die lief auch echt relativ spät für das vordere Motiv davor. Die Karte ist wahrscheinlich deutlich älter, aber sie wurde erst 1913 dann verschickt. Hier war noch ein historisches Motiv aus dem Ersten Weltkrieg. Da sieht man einen englischen Blindgänger, eine monströse Granate, ein 30,5 cm Blindgänger. Ist historisch interessant, leider ist die Karte hier am rechten Eck etwas beschädigt. Hier haben wir dann noch so einen Feldpoststempel. Nein, das ist ein Eisenbahndirektionsstempel. Ja, ist auch ein Feldpoststempel. Hier mit Feldpoststempel, wurde mit Feldpost verschickt. Da ist auch keine Marke drauf, weil die konnten die Soldaten ihre Karten da kostenlos verschicken. Hier habe ich noch eine Karte, die ist auch für Briefmarkensammler interessant, weil man sich hier auf das Postwesen bezieht und hier noch eine Marke aus dem Altdeutschland mit abgebildet hat, aus Turn und Taxis, hat man hier jetzt nicht draufgeklebt, sondern die ist draufgedruckt. Sieht aber fast so aus, als hätte da jemand eine Turn und Taxis Marke draufgeklebt. Und die Karte, die lief leider nicht. Ja, vom Wert würde ich die auch irgendwo so bei 10 Euro einstufen. Hier haben wir noch eine Propagandakarte aus dem Ersten Weltkrieg. Sowas wird auch gesucht. Da sieht man Engländer und da steht geschrieben, wenn das Vaterland ruft in England. Gentlemen, schnell, schnell in die Schlacht. Aber die Offiziere und Soldaten sagen hier, Wellwürfel geben sie Schlachtzulage. Das soll ein bisschen den Geschäftssinn der Briten auf die Schippe nehmen und zeigen, dass das eigentlich vaterlandslose Gesellen sein sollen. Also es ist eine typische propagandistische Karte aus dem Ersten Weltkrieg. Wurde auch zu der Zeit verschickt und zwar, soweit ich jetzt sehen kann, im Jahr 1917. Ist auch eine Feldpostkarte. Daher keine Briefmarke mit drauf. Ja, dann gibt es natürlich Karten mit allerlei anderen Themen. Man könnte es auch mit Tiermotiven, allen möglichen sammeln. Hier ist was, eine Kotierung. Das hat man damals gerne gemacht, indem man die Briefmarke irgendwie bestimmt anordnete und vielleicht dann noch schräg drauf klebte oder auf den Kopf stehen. Und da zum Beispiel, wenn man die Kopfstehen draufgeklebt hat, dann hieß es, ich bin vergeben. Und an diese Stelle dann noch hingeklebt hat. Oder Kopfstehen rechts oben, dann hieß es, schreibe nicht mehr. Ich habe die Schnauze von dir voll sozusagen. Hat man sie dann da schräg draufgeklebt, dann hieß es, schreibe sofort. Also auch eine interessante Karte, lief leider nicht. Würde ich auch jetzt vom Wert bei 5 bis 10 Euro einstufen. Und hier noch am Schluss eine lustige Karte mit einem Liedtext oder eigentlich nicht lustige Karte, weil das Lied von Sabinchen, den Frauenzimmer, das ging schlecht aus. Denn was steht geschrieben? Sabinchen war ein Frauenzimmer, sie war auch tugendvoll, drum war auch zufrieden immer mit ihr die Dienstherrschaft.
Allerdings lernt sie dann einen treulosen Schuster kennen, der animiert sie dazu, Löffel von der Herrschaft zu klauen. Darauf, irgendwann kommt der Diebstahl raus, dann wird sie hinausgeworfen. Sie beklagt sich dann beim treulosen Schuster und er bedankt sich dadurch, dass er sie umbringt. Also es ist ein ziemlich brutales Bild hier und am Schluss wird der Schuster aufgehängt. Also es ist eigentlich ein sehr trauriges Lied an sich. Und diese Karte wurde dann in der Nazi-Zeit verschickt, sieht man anhand der Hitlermarke. Und zwar im Jahr 1943, also schon in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs. Das war dann ebenfalls auch eine traurige Zeit. Ja, was ich jetzt bislang zeigte, das waren ja recht schöne und etwas teurere Karten. Aber viele Karten gibt es halt schon für 1 Euro das Stück, manchmal sogar für 50 Cent das Stück. Und viele dann auch für 2 bis 3 Euro. Hier sieht man zum Beispiel eine Karte, ich denke, die ist jetzt aus Frankreich, und zwar aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Da wurden unheimlich viele Karten verschickt. Hier, die ist nicht einmal abgestempelt. Sowas liegt dann vielleicht im Wert bei 1 bis 3 Euro. Hier sieht man eine ausländische Karte mit einem Höhleneingang. Die liegt auch irgendwo so wahrscheinlich 1 bis 3 Euro. Hier kann man nicht einmal sagen, wo das liegt. Ich denke, die Karte ist irgendwo so aus den 30er bis 50er Jahren, wurde auch nicht verschickt. Kann man nichts dazu sagen. Sowas kriegt man in der Regel so zwischen 50 Cent und 1 Euro. Hier, die hier hat vielleicht so ein bisschen historischen Bezug. Zeigt Denkmal Karl der Große. Hat man vielleicht ein bisschen Historikerbezug. Würde ich auch irgendwo zwischen 1 und 3 Euro einstufen. Hier sieht man die Kreidefelsen von der Insel Rügen, auch ein beliebtes Ansichtskartenmotiv. Einfache Fotokarte, liegt auch wahrscheinlich irgendwo zwischen 1 und 3 Euro. Hier haben wir eine Künstlerkarte vom oberen Donautal, schön farbig, nicht gelaufen, hinten etwas stockig, würde ich auch irgendwo 2 bis 5 Euro einstufen. Hier haben wir eine schöne Kitschkarte aus Frankreich. Wird man vielleicht auch so 2 bis 4 Euro dafür kriegen. Hier sogar jetzt mit einem künstlerischen Motiv. Wahrscheinlich auch 2 bis 5 Euro. Hier dann in verschiedenen Farben noch. Auch ziemlicher Kitsch. Auch irgendwo im eher niedrigen einstelligen Euro-Bereich. Hier wieder eine Karte aus Frankreich. Wohl auch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, ja, Feldpost von 1914 schon, ohne Stempel. Da wollte mal jemand 6 Mark oder vielleicht auch 6 Euro. Liegt ebenfalls im niedrigen einstelligen Euro-Bereich, würde ich sagen. Ja, es gibt auch schöne Glückwunschkarten. Ist hier jetzt auch keine Lithografie. Ist sicher nicht selten, aus dem Jahr 1912. Liegt wahrscheinlich auch irgendwo zwischen 1 und 3 Euro. Ja, ich habe nochmal einen Zufallsgriff in eine Kiste getan. Hier meine Ansichtskarte von Hannover. Großer Ort. Ist immerhin gelaufen. Im Jahr 1907 wahrscheinlich. Also sowas ist auch nicht wertvoll. Liegt vielleicht bei 2 bis 5 Euro. Hier meine Farbkarte von Godesberg mit einer Burgruine. Die Karte ist auch schon ein bisschen leicht beschädigt. Schöne Stempel. Würde ich auch so irgendwo zwischen 2 und 5 Euro einstufen. Hier eine Karte vom Berliner Dom. Vielleicht nicht so ein ganz so häufiges Motiv. Bei Berlin gibt es natürlich sehr viele Karten. Interessant sind dann entsprechende Motive, die man nicht so häufig sieht. Die ist hier jetzt immerhin von 1905. Könnte man vielleicht auch 2 bis 5 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr verlangen. Und zum Abschluss hier noch eine Karte von Meersburg. Schöne Farbkarte, auch keine Lithografie. Also neueren Datums aus der Zeit wahrscheinlich des Ersten Weltkriegs. Ich kann jetzt hier, nein, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, in dem Fall sogar von 1942. Aber die Karte dürfte sogar etwas älter sein. Ich lege jetzt hier einfach mal noch ein paar so Karten dazu. Man sieht die Vielfalt. Also man kriegt da schon für wenig Geld die interessantesten Karten.
Ja, und hier noch eine Pfingstkarte zum Abschluss. Und das war's dann schon wieder einmal. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und dass ihr ein paar nützliche Informationen herausziehen konntet. Wenn euch der Film gefallen hat, möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Und ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!